Dies ist die Geschichte eines Deutschen. Wir sind im Nachkriegsjahr 1950. Woher kennen Sie Jürgen Godeisen? Ich kenne ihn gar nicht. Aber Sie haben sich doch geschrieben. Ja, während des Krieges, aber dann kam keine Antwort mehr, bis ich gestern Ihr Telegramm... Mal eins nach dem anderen. Wieso sind Sie gerade mit ihm in Verbindung gekommen? Durch meine Großmutter. Sie und Jürgens Vater, ich weiß nicht, wie ich Ihnen das sagen soll. Ich verstehe. Und wo lebt jetzt sein Vater? Er ist tot. Aber er hat etwas hinterlassen, das wir seinem Sohn geben sollten, wenn wir ihn einmal finden würden. Geld wird ihm auch nicht viel nützen. Kein Geld. Sein Vater ist arm gestorben. Vor ein paar Monaten in einem kleinen Heidedorf. Aber er war bis zuletzt davon überzeugt, dass sein Sohn eines Tages zurückkehren würde. Und geht es ihm so schlecht? Nicht gut. Was haben Sie da? Ein Tagebuch. Sein Vater hat es für ihn geschrieben. Darf ich es mal sehen? Die Welt ist nicht irre und chaotisch, denn unzerstörbar und ewig ist das Menschenherz. Ja, das könnte stimmen. Man müsste es versuchen. Wissen Sie was, junge Frau? Sie werden ihm das Tagebuch vorlesen. Ich soll ihm vorlesen? Wir haben einen ganzen Tag und wenn es nötig ist, nur eine halbe Nacht Zeit. Denn morgen früh muss ich operieren. Dr. Wehrli übernimmt heute die Visite. Kommen Sie. Oh, lieber Gott. Ja, ganz ohne den lieben Gott werden wir wohl nicht auskommen. Aber er ist ja kein schlechter Operateur. Und Sie sind jetzt seine Assistentin. Und meine natürlich auch. Würden Sie mir einen Augenblick zuhören? Mein lieber Junge, ich bin immer ein armer Schlucker gewesen. Du weißt es. Nie habe ich genug Geld gehabt. Aber wie reich war mein Leben? Es war an einem Maitag des Jahres 1897. Die Havelseen lockten. Die Jugend vertrieb sich die Zeit mit anderen Spielen. Am Nachmittag dieses Tages ging, nein, schritt der Fähnrich Michel Gutteisen durch das Kasernentor der 2. Garde-Ulanen. In dieser Stunde glaubte er, selbst ein Teil der Kraft zu sein, die in Zucht und Gehorsam allein die Macht und Größe des Landes zu vertreten schien. Er wusste noch nicht, dass er unmittelbar auf jene Etappe seines Lebens zuschritt, die ihm die Augen öffnen sollte vor den wirklichen Kräften des Daseins. Gehen Sie mir mal ein bisschen aus dem Licht, Herr Leutner. Daher stimmt die Kasse nicht und ich krieg Kraft mit Papa. Sind dem Herrn Kantinenpächter die Tausender immer noch nicht genug, die er so peu à peu aus dem bunten Rock herausgelotst hat? Müssen mal eine ganz hübsche Partie sein, Lenchen. Ja, mit Ihren Schulden zusammen können wir halt Berlin kaufen. Einen Physiker bitte, wie immer. Das Betreten der Unteroffizierkantine ist für Angehörige des Offizierkorps streng verboten. Das wissen Sie doch, Gutteisen. Genauso wie Sie, Rost. Für Sie immer noch Herr Leutnant von Rost. Im Übrigen bin ich dienstlich hier. Genauso wie ich, Herr Leutnant von Rost. Bitte, Herr Fähnrich. Danke, Fräulein Lena. Auf Ihr Wohl. Und außerdem nehmen Sie gefälligst Haltung an. Also es bleibt dabei, Herr Fähnrich. Auf heute Abend. Wenn Sie mir bei der Kleinen ins Gehege kommen, kann ich verdammt eklig werden, Gutteisen. Das Lachen wird Ihnen schon noch vergehen, dafür werde ich sorgen. Im Gegenteil, Sie sorgen schon dafür, dass ich immer was zu lachen habe. Sie können sich offenbar nicht daran gewöhnen, dass Sie hier nicht zu Hause bei Ihren Bauern sind, sondern bei seiner Majestät 2. Garde-Ulanen. Was wollen Sie damit sagen, Herr von Rost? Mein Gott, schließlich, Sie kommen von einer kleinen Klitsche. Da braucht man sich ja nicht zu wundern. Denn ist nicht das Richtige, meine Herren. Schnaps am frühen Morgen und dennoch am verbotenen Ort. Melde Ihr Haus, Herr Leutnant, der Kommandeur steht ante Portas.
wie der alle Grieche sagt. Der Kommandeur wo? Und drei euch zur Offiziersbesprechung wegen dem Distanzritt. Der künftige Krieg, meine Herren, stellt uns vor ganz neue taktische Probleme. Sein sozusagen charakteristisches Merkmal wird der Kampf um die großen Industrie- und Wirtschaftszentren sein. Oder genauer, um jede einzelne Straße. Nach den Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit müssen wir aber mit einem außerordentlich verstärkten Verkehr auf unseren Straßen rechnen. Vor allem mit dem modernen Beförderungsmittel, dem Dampfwagen. Auf ausdrücklichen Befehl des Herrn Kommandierenden Generals wird deshalb in diesem Jahr die obligatorische Strecke des Distanzrittes von Zehlendorf ab längs des Schienenwegs der Straßendampfbahn verlaufen, um die Reaktionsfähigkeit unserer Pferde gegenüber der heutigen Technik auf eine praktische Bewährungsprobe zu stellen. Dem Reglement nach wird das Regiment durch drei unserer Herren vertreten sein. Ich gebe Ihnen jetzt die Namen bekannt. Rittmeister Graf Lehndorf. Leutnant Reichsfreiherr von Rost. Und zum dritten Vertreter haben wir ohne jede Rücksicht auf Anciennität bestimmt den Fähnrich Goteisen. Ich erwarte, dass Sie das Regiment würdig vertreten werden. Ich danke, meine Herren. Kommen Sie, Ross, ein kleiner Bügelton. Herr Fähnrich, das war wohl der Ritterschlag. Gratuliere übrigens. Danke, Herr Oberleutnant. Na, ich glaube, uns beiden wird jetzt frische Luft gut tun. Ne? Haben, Herr Oberleutnant, das eben bemerkt? Man kann schon sagen, Splendid Isolation. Zu Deutsch einstimmig abgelehnt. Einstimmig? Pardon. Sie sind ein Hypochonder, Goteisen. An Ihrer Stelle würde ich jetzt meinen Grips für was anderes zusammennehmen. Vielleicht haben Herr Oberleutnant recht. Nur lassen Sie mal die dritte Person weg, ja? Wir sind ja jetzt nicht im Dienst. Ist doch schließlich eine einmalige Chance für Sie. Jetzt können Sie den Herrn mal zeigen, wer Sie sind. Das schon, aber wenn ich versage... Mensch, Goteisen, reißen Sie sich mal zusammen. Das Wichtigste ist doch jetzt das Pferd. Sie wissen ja, dass für den Distanzritt nur Armeepferde verwendet werden dürfen. An welches Pferd denken Sie? Eigentlich habe ich noch an kein bestimmtes gedacht, Herr Oberleutnant. So, nur da wird es aber höchste Zeit für Sie. Fragen Sie am besten den ollen Pauschke. Für ihn besteht ja das Regiment in erster Linie aus Pferden. Den Onkel von Lena? Den Wachtmeister Pauschke, meinen Sie? Eine drollige Type. Keine Type, mein Lieber, sondern ein Typus, der leider ausstirbt. Ich habe mir schon halb gedacht, dass Sie kommen werden. Aber die Adresse kriegen Sie nicht. Da bin ich eisern wie der da. Was denn für eine Adresse? Sie müssen den ollen Pausch doch nicht für dusselig verkaufen. Das Mädchen, die Lena, ist nicht für Sie und Sie nicht für das Mädchen. Aber Vater Pauschke, ich komme doch gar nicht deswegen. Ich brauche ein Pferd. Ach so, von wegen ein Jaul. Das ist natürlich ganz was anderes. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Aber ich habe schon gehört, was Sie für ein Dusel gehabt haben. Ja, wenn es weiter nicht ist, dem Mann kann geholfen werden, wie der olle Jüte sagt. Wollen Sie sehen? Wer ist er? Bayard? Der Schrecken der ganzen Schwadron? Ist doch wohl nicht Ihr Ernst, Vater Pauschke. Aber meinen Sie vielleicht, weil er keinen richtigen Stammbaum hat? Und weil Sie ihn deswegen zum Strafexerzieren degradieren? Der spürt natürlich so ein Tier. Der Stammbaum ist nicht das Wichtigste. Nicht immer wenigstens, wenn das Pferd sonst gut ist. Aber Sie wissen doch, Pauschke. Ach ja, Sie haben ja schon nähere Bekanntschaft mit ihm gemacht. Natürlich, wenn Sie Schiss haben, da können Sie so einem Gaul allerdings schlecht imponieren. Der ist nämlich helle und da wäre dann tückisch. Angst? Nee. Der ist nicht tückisch. Der hat nur einen Deibel im Leib. Wie Sie meinen, Fähnrich. In dem Falle kann ich Ihnen auch nicht helfen. Und wenn das ganze Regiment noch ein Pik hat auf den Wallach. Ich persönlich halte immer mit die Außenseiter. Wann kann ich ihn reiten, Wachtmeister? Von mir aus heute Abend. Kommen Sie um 9 Uhr auf die Bahn. Heute Abend, da passt es gerade schlecht. Schade. Na denn morgen, wenn Sie nicht zu müde sind. Aber die Lena schmeißt ihn ja doch raus.
Von guten Vorsätzen gespornt, stürmte ich das Treppenhaus in der Kurfürstenstraße zu meinem Rendezvous mit der Goldader. Die Adresse hatte ich in der Kantine bekommen. Zu dumm, dass der dicke Plüschbelag Sporen und Schleppsäbel jede Wirkung nahm. Ob ich Lena wohl allein treffen würde? Aber ich hatte Glück, die Frau Mama war nicht zu Hause. Und auch den Herrn Kantinenpächter sollte ich nur im Glanze seiner Vergangenheit antreffen. Das ist mein Papa, als Kürassier. Er erinnert mich eigentlich immer ein bisschen an Lohengrin. Sehr schneidig. Wirklich. Und ganz in Öl gemalt. Wollen Sie sich nicht setzen? Der Raum machte durchaus den Eindruck eines Miniaturablegers des Botanischen Gartens. Wie eben das neureiche Bürgertum der Jahrhundertwende die Orientfrage bei sich zu Hause löste. Bitte? Dankeschön. Ich komme Ihnen doch hoffentlich nicht ungelegen. Ehrlich gesagt, ich habe Sie nicht erwartet. Aber da Sie nun den weiten Weg schon mal gemacht haben, wollen wir wenigstens was trinken. Aber Fräulein Lena, es war doch abgemacht. Lediglich der Treffpunkt. Ach so, in der Kantine. Ja, ich wollte nur, dass Sie keine Dummheiten machen. Der Herr Leutnant von Rost versteht nämlich keinen Spaß. Auf die Karriere, Herr Fähnrich. Gnädiges Fräulein. Da. Sie dürfen ruhig etwas näher zu mir rücken. Wie alt sind Sie eigentlich? Ich bin ein guter 20er. Oh. Schon ein ganzer Mann? Übrigens tragen Sie eine ganz falsche Uniform. Ich war neulich im Königlichen Schauspielhaus. Warten Sie mal, wie hieß doch gleich das Stück? Ach wohl, des Meeres und der Liebe wellend. Das soll ja sehr rührend aber sein. Aber nicht doch, keine Wasserpantomime. Es wurde viel und laut gesprochen. Ach ja, Bahnsteins Lager und die Piccolomini. Ah. War gerade im Abonnement. Wissen Sie, so eine Uniform müsste eigentlich noch besser zu Ihnen passen. Wie meinen Sie das? Also so eine Lederweste und ein Pleurösenhut. Und ein noch breiteres Bandelier mit einem Stechdegen. Akkurat so. Ja, aber Lena, dazu gehört doch eine Marketenderin mit einer großen Feldflasche und... Und? Haben Sie vergessen, was der junge Piccolomini sagt? Mit Waffen will ich sie gewinnen. Lena. Oh nein, Herr Fähnrich. Ich kenne meine Pappenheimer, sage ich Ihnen. Ja, ich glaube, ich muss jetzt wieder gehen. Das glaube ich auch. Sonst laufen Sie noch Mama in die Arme. Sie hat neuerdings eine Sammlerleidenschaft. Und was sammelt Ihre Frau Mama, wenn ich fragen darf? Alle Leute, von denen sie denkt, dass sie zur Haute-Volée gehören. Wenn Mama sie einmal beim Wickel hat, dann wären Sie die Franz Kowiaks nie wieder los. Und das wäre doch schade für Ihre Karriere. Adieu, Herr Fähne. Das war also die Goldader. Oder nicht durch die Palme gesagt, mein erster Rausschmiss. Los, du Ola, zu Hause. Komm. Bahn die Schuhe, Stange. Höher! Mein Kleiner ist doch kein Säugling mehr. Noch höher! Na endlich! Na, habe ich jetzt so Fehler versprochen? Großartig, Pauschke. Wie haben Sie das nur gemacht? Weiß ich nicht. Ich habe ihn eben geritten. Und wie soll ich ihn reiten? Weiß ich auch nicht. Jetzt müssen Sie selber rausfühlen. Eine herrliche Rose und wie schön sie duftet.
Oh, oh, holla Zause. Was fällt dir ein, freche Jüre? Hast du ja nicht zu suchen? Soll ich dich auf den Trab bringen? Entschuldige, Onkel. Aber Vater lässt fragen, ob du heute Abend zum Skat kommst. Ich habe noch zu tun. Sag dem Vater, ich komme nachher rüber. Mhm. Werd's ausrichten. Adieu, Herr Leutnant. Meine Herren? Ich sage ihm bloß, der Bayer ist ein mordsanständiger Kerl. Ich prophezeie eine Blamage für uns alle. Wenn er schon mitreiten darf, sucht er sich ausgerechnet den unmöglichsten Bock des ganzen Regiments aus. Habe ich mich verhört, Herr Leutnant von Rost, oder sprachen Sie eben von Bayard? Bayard ist doch ein französischer Marschall aus dem späten Mittelalter. Stimmt, Kamerad. Und mit dem Nom de Guerre, Ritter ohne Furcht und Tadel. Wünschen Sie sonst noch etwas zu wissen, Herr Fähnrich? Aber wenn er mal auch nur ein Bastard ist. Aber der hat gleich spitz gekriegt, hat sie ihn vor den feinen Herren verteidigt haben. So sind wir Freunde geworden. Bayard und ich. Der nächste Tag war ein Sonntag. Was ist denn los? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst die Schrippen bei Frau Mudika abgeben? Bringen Sie sich mal nicht künstlich auf, Frau Leutnant. Ist er ja nicht wegen den Schrippen, Herr Leutnant. Ich bin noch kein Leutnant, merkt ihr das endlich? Besser ein Knopf zu viel, als ein Hemd zu wenig. Unten wartet jemand auf ihn. Das sagst du mir erst jetzt? Sie lassen mir ja nicht zu Warte kommen. Eine schnieke Dame. Ich wünsche Ihnen vernünftigen Sonntag, Herr Leutnant. Ihr Trinkgeld können Sie mir bis zum nächsten Mal schuldig bleiben. Schau Sie, Junge. Wünsche einen guten Morgen. Sie sehen, ich revanchiere mich prompt für Ihren Besuch. Du steigst mal ruhig ein, Herr Leutnant. Es holt eigentlich jeden Tag nicht Riefel ab. Darf ich Ihnen die Zügel abnehmen, nächstes Fräulein? Na, trauen Sie mir das nicht zu? Aber natürlich. Na also, komm. Du, das war ja keine Gräfin. Das war ja auch kein Leutnant. Sie haben doch heute nichts vor? Kommen Sie von allein oder hat der Onkel Pauschke? Nein, bestimmt nicht. Sie kennen ja seine eisernen Grundsätze. Eigentlich hätten wir durch die Invalidenstraße fahren sollen. An der Kaserne vorbei? Ja. Sie können wohl vom Kommiss nicht genug bekommen. Es ist nur vielleicht... Na was denn? Vielleicht wäre gerade der Leutnant von Rost vorbeigegangen. Vorsicht, durchparieren! Aber... Na, ist ja noch mal gut gegangen. Das nächste Mal muss ich Sie aufschreiben, Herr Leutnant. Sehen Sie mal da. Na, wo wollen Sie überhaupt hin? Was würden Sie uns denn raten, Herr Wachtmeister? Wenn ich dienstfrei bin, dann mache ich gewöhnlich nach. Mhm. Dankeschön, Herr Wachtmeister. Hey! Aber pfui, schäm dich, Tom. Bist du denn noch nicht dick genug? Wirst du wohl? Warum haben Sie denn nicht aufgepasst, Michel? Es war so schön, neben Ihnen zu liegen und zu träumen. Ja, und inzwischen hat Tom beinahe unser kaltes Buffet verschluckt. Dabei habe ich einen Mordshunger. Steh. Tu es brav.
Von Lena? Ja? Wollen Sie mal abbeißen? Und wenn Sie noch einmal Fräulein Lena zu mir sagen, dann lasse ich Sie beim lebendigen Leib verhungern. Lieber nicht. Gut, nicht? Vaters Spezialität, Buletten. Buletten à la Franz Kowiak. Und trinken können wir eigentlich auch was. S'il vous plaît, Monsieur. Chateau. Vater sagt immer, wenn Chateau draufsteht, ist was ganz besonders Feines. Den habe ich auch extra ausgesucht. Für den heutigen Tag. Für den heutigen Tag? Wie meinen Sie das? Nicht fragen, kleiner Reitersmann. Das ist mein Geheimnis. Fräulein Lena, Verzeihung. Lena, was haben Sie plötzlich? Nun, worauf wollen wir anstoßen? Auf das, was wir lieben. Dann also auf Bayard. Wieso eigentlich Bayard? Naja, Sie werden doch mit ihm den Distanzritt gewinnen. Onkel Pauschka hat es jedenfalls gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Bayard ist sicher ein gutes Pferd. Aber Tom, wer wird denn gleich Angst haben? Ruhe. Ach du, das Dampfrost ist doch nur ein großer Bruder von mir. Wenn Bayard an der Schienenstrecke auch so reagiert, das kann mich glatt 10 Minuten kosten. Die sind bestimmt nicht mehr einzuholen. Ach, dann ist Bayards Hauptkonkurrent wohl das Zehlendorfer Dampfrost. Ja, natürlich. Ja, und wenn was passiert? Ich meine, er könnte sie doch wieder abwerfen. Und vielleicht gerade auf die Schienen. Das kann man alles nicht wissen. Vielleicht bricht Bayard sich sogar das Genick. Und ich natürlich auch. Nein, bitte hören Sie auf damit. Aber kleine Lena, Sie haben ja Angst um mich. Doch. Du, gleich hier in der Nähe ist der Spandauer Bock. Da ist jeden Sonntag großes Feuerwerk. Kinder und Militär die Hälfte. Und als Clou brennt dann das Heidelberger Schloss. Natürlich aus Pappmaché. Aber was macht das? Den braven Bürgern jagte seinen patriotischen Schauer über den Rücken. Und aus voller Kehle singen sie: Lieb Vaterland, magst du. Nein, bitte nicht. Nicht in den Spandauer Bock. Wegen der paar Spießer. Die stören uns doch gar nicht. Die kleinen Leute trinken da ihre Molle oder eine Weiße mit einem Schuss. Und die anderen, die trinken eben eine saure Bohle. Irgendwie müssen sie doch zeigen, dass sie Geld haben, wenn es auch scheußlich schmeckt. Mhm. Wie die Franz Kowiaks. Was haben deine Eltern damit zu tun? Sie sind auch da. Sie haben nämlich dort heute noch eine Verabredung. Warum sagst du das so geheimnisvoll? Kennst du Riemeister & Company? Nee. Armeelieferant Futtermittel Encro. Landsberger Straße. Solide Firma. Vater hält sehr viel von ihr. Ich verstehe dich nicht, Lena. Ich mich auch nicht. Ich werde mich heute Abend mit Riemeister Junior verloben. Ach so. Michel. Ich wollte noch einmal glücklich sein. Lena. Das war Lenas Geheimnis und der Abschluss eines leuchtenden Laiensonntags.
Aber, wer tut dir denn was? Wir sind doch aus dem gleichen Stall bei Jahr. Wir können machen, was wir wollen. Sie mögen uns einfach nicht. Aber Sie sollen uns auch nicht unterkriegen. Was, mein Kleiner? Komm, komm! Bravo, Fedri. Was machen Sie denn da eigentlich? Das sehen Sie ja. Ich will bei Jahr reiten. Was denn jetzt? Wenn ich ihn wirklich reiten will, dann habe ich keine Zeit mehr zu verlieren. Ach, habe ich mich doch nicht in Ihnen getäuscht. Der Bayer auch nicht. Wissen Sie, der hält nämlich viel von Ihnen, wenn er auch manchmal Zecken macht. Bayer ist eben eine halbe Frau. Frauen sind keine Menschen und die Pferde sind keine Tiere. Aber die Pferde sind in ganzen Stücken besser wie Frauen. Na nur, Vater Pauschke, seit wann sind Sie Philosoph geworden? Das weiß ich auch nicht. Aber eins steht mal fest wie die Bibel. Wenn eine Frau sich verstellt, dann macht sie sich viel besser als es. Und wenn ein Pferd sich verstellt? Dann macht es sich schlechter. Und da haben Sie das Problem in der Nussschale. Na denn, volle Chance. Gemacht, Alter. Ja, wenn das mal gut geht. Toller Bursche. Fabelhafte Zeit. Wer ist vor mir? Leutnant von Ost. Aber Sie liegen auch nicht schlecht, Fähnrich. Irish Whisky? Herr, bitte. Dankeschön. Wie viel ist Rost vor? Gut, 4 Minuten. Thank you.
50 Sekunden! Immer mit der Ruhe. Eine halbe Minute Zwangspause. Ich habe schon gedacht, es kommt überhaupt keiner mehr. Außerdem liegen Sie noch 10 Minuten unter der vorjährigen Bestzeit. Ist das wirklich wahr? Das dicke Ende kommt aber noch. Die verflixte Dampfbahn. Ja, darum muss ich Zeit sammeln. Oder Ihre Knochen. Na dann halt zum Beinbruch, Fenrich. Danke. Also mal den Fräulein davon, ob sie mir Schocke geworden ist. Was machen Sie denn hier? Das sehen Sie ja, ich fahre spazieren. Haben Sie was dagegen? Runter von den Schienen, es gibt ein Unglück. Reiten Sie doch los! Reiten, Michel! Reiten! Na, Sie haben uns aber heute ganz schön zu schaffen gemacht. Meinen Sie Bayard oder mich, Herr Rittmeister? Bayard. Na, dann trinken wir mal auf Bayard. Wohlsein. Wohlsein. Meine Anerkennung, Gute Eisen. Wenn Ihre Startzeit stimmt, haben Sie einen neuen Rekord rausgeholt. Ich freue mich ehrlich. Hab schon verdammtes Glück gehabt, Herr Oberleutnant. Thank you very much, Mr. Godeisen. So einen Ritt sieht man nicht alle Tage. Nicht einmal bei uns, in Irland. Darf ich übrigens bekannt machen, das ist Sir John Fitzpatrick St. Ives, Baronet of Errilgopa. Seit vorgestern kommandiert zu den zweiten Garde-Ulanen. Aber, wie soll er sich denn das alles merken? Meine Freunde sagen Pet zu mir. Darf ich bitten? So, jetzt müssen Sie einen Whisky mit mir trinken. Oder Hans, bringen Sie uns die Alten noch mit, ja? Bringen Sie uns 3 White Horse. Wie befehlen? Nein, ich habe nicht befohlen, ich habe um 3 Whisky gebeten. Wenn Sie keinen White Horse haben, dann nehmen wir eben 4 Roses. Auf Whisky sind wir hier noch nicht eingerichtet. Ach so. Aber vielleicht ein Champagner? Zu Befehl, Shampoos. Zu Befehl. Also daran muss ich mich erst gewöhnen. Thank you.
Armer Kerl. Hätte auch eine komfortable Zeit rausgeritten, wenn er nicht über diese Dampfkiste gestolpert wäre. So? Hat ihn doch mächtig geschlaucht. Bei seinem Ehrgeiz? Das Leben der Held des Tages. Ich bedanke mich für die Liebenswürdigkeit. Meine Herren, seine Exzellenz. Kommandierende General in persona. Es gibt wieder eine Ansprache wie bei Kaisers Geburtstag. In Zehlendorf fängt er an und vor Gravelotte hört er nicht auf. Meine Herren, es ist mir eine besondere Genugtuung, Ihnen sagen zu dürfen, dass der alte Geist unserer Armee noch lebt. Ich bin glücklich, dass ich die hohe Ehre haben werde. Warte, mal nicht so knauserig. Das ist doch noch keine Exhalation für den Sieger von Zehlendorf. Seht mal her, das Festmenü. Das bringe ich ihm selber. Dreh dich, mein Kleiner. So geht es nicht. Erst muss ich dir mal eine Rede halten. Mahlzeit. Mars Latour. Bioville. Gravelotte. Glorreiche Erinnerungen. Der heutige Tag, der Tag von Zehlendorf, hat mich wieder daran erinnert. Denn das Entscheidende war nicht die einmalige sportliche Leistung. Gut, Eisen, jetzt kommen Sie dran. Sondern vor allem das soldatische Moment, das sogar über die Technik triumphiert hat. Wir alle sind stolz darauf, dass es gerade einer unserer Jüngsten gewesen ist, der Friedrich Godeisen, der als einziger auf dieser schwierigen Etappe keinen nennenswerten Zeitverlust hatte. Ich bitte, etwas sagen zu dürfen, Euer Exzellenz. Bitte? Ich bitte, ganz gehorsamst melden zu dürfen, dass es nicht mein Verdienst war. Die Dampfbahn... Ich habe meiner Anerkennung nichts hinzuzufügen. Und somit bitte ich Sie, meine Herren, mit mir in den Hof... Verzeihung, Euer Exzellenz, aber die Dampfbahn wurde aufgehalten. In den Hof einzustimmen! Seine Majestät! Unser allergnädigster Herr und Kaiser! Hurra! 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 Hallo, my friend! Ich freue mich über Sie. Sie sind ein Gentleman, aber ein Narr. Wenn Sie mal nichts Besseres zu tun haben, müssen Sie mich unbedingt besuchen. In Irland natürlich. Das Leben ist ein verdammt unfairer Sport. Denken Sie daran. Danke. Sind Sie eigentlich ganz sicher, Godeisen, dass Sie Soldat werden wollen? Naja, und was machen wir nun wirklich mit Ihnen? Was habe ich eigentlich Schlimmes angestellt? Ich habe doch nur die Wahrheit gesagt. Alles andere wäre unreiterlich und unsoldatisch gewesen. Gewiss. Aber das hätte man Ihnen notfalls verziehen. Was Sie getan haben, ist weitaus schlimmer, nämlich das Furchtbarste, was man heutzutage bei uns begehen kann. Sie waren unmilitärisch. Haben Sie mal nachgedacht, worauf unser Beruf schließlich hinausläuft? Offen gesagt, ich glaube nämlich nicht recht, dass Sie in den Kommissbetrieb passen. Soldat kann nur sein, wer bereit ist, den Menschen in sich zu verleugnen. Alles andere ist Selbstbetrug. Man muss sehr dumm und sehr gefühllos sein. Oder man muss sein Land schon sehr lieben, um auf alles zu verzichten, was lebensbejahend ist. Unser Handwerk ist die Vernichtung. Das stammt übrigens nicht von mir, das hat Scharnhorst gesagt, so ungefähr wenigstens. War ja auch ein ganz guter Soldat, nicht? Tja, und mit dem Leutnantspatent ist es natürlich vorläufig Essig. Ich werde mal mit dem Kommandeur sprechen. Vielleicht kann man Sie für die nächste Zeit auf die Kriegsschule abkommandieren. Haben Sie mich verstanden? Zu Befehl, Herr Oberleutnant.
Das Leben ist ein verdammt unfairer Sport. Glaubst du das, Bayard? Hast recht, mein Dicker. Wir beide werden uns nie benehmen können. Na, macht nichts. Dann bleiben wir eben Außenseiter. Na nun, Fähnlich, sind Sie jetzt schon aus? Oder wollten Sie bloß mal ein bisschen andere Luft schnuppern? Ich wollte Bayard nur gute Nacht sagen. Ja, richtig, ich soll Ihnen ja einen schönen Gruß bestellen. So? Von wem? Den können Sie wohl ja nicht denken, was? Wie geht es Ihrer Nichte? Mit eben einer jungen Braut geht. Die hat jetzt einen Kopf voll. Möbel kaufen, Monogramm in der Wäsche sticken und was so alles zum eigenen Hausstand gehört. Das ist auch ganz in Ordnung. Wenn Sie es auch zehnmal nicht kapieren wollen. Aber das gibt sich mit der reifen Jahre, Friedrich. Sie war vorhin noch mal schnell hier und hat sich erkundigt, ob Sie auch gewonnen haben. Was haben Sie gesagt, Vater Pauschke? Mit so einem Pferd? Das war der Abschied von Bayard. Wir haben uns nicht wiedergesehen. Aber Bayard und Lena, in meinen Gedanken waren sie hinfort eins geworden. Und diese Erinnerung konnte mir niemand mehr nehmen. Herr Gutteisen. Herr Gutteisen. Eure Unterhaltung scheint ja überaus lebhaft verlaufen zu sein. Meine Köchin hat heute ihren freien Tag, da habe ich selbst den Kundendienst übernommen. Na und, hat er nichts gesagt? Sind Sie auch stumm geworden? Ich glaube, er hat nicht einmal zugehört. Das Leben ist ein verdammt unfairer Sport. Blech! Wer sagt Ihnen solchen Blödsinn, Gutteisen? Mein Vater. Ich habe ihn genau verstanden. Nichts haben Sie verstanden. Gar nichts. Und außerdem hat das ein anderer gesagt. Na also, das hätte ich dem alten Kavalier auch gar nicht zugetraut. Das Leben ist ein verdammt großartiger Sport. Das hat sich nur noch nicht rumgesprochen. Haben Sie Schmerzen? Umso besser. Dann will ich eure blaue Stunde nicht länger stören. Trinkt jetzt eine Tasse Tee, das wird eure Lebensgeister auffrischen. Er muss sich doch allmählich wieder an ein geregeltes Dasein gewöhnen. Ist es schlimmer geworden? Vielleicht sind wir sogar einen kleinen Schritt weitergekommen. Er hat nicht ein einziges Mal gelächelt, als ich ihm vorlas. Weil es ihm zu denken gibt. Er fängt schon an, sich damit auseinanderzusetzen. Sie werden ihn doch durchbringen. Wenn Sie nicht schlapp machen. Das ist so schwer. Quatsch. Es wird vielleicht noch schwerer werden, aber Sie werden doch den alten Gutteisen mich jetzt nicht im Stich lassen. Wie? Der alte Rattenfänger hat Ihnen wohl Verhaltungsmaßregeln gegeben. Jetzt trinken Sie erst einmal Ihren Tee. Bemühen Sie sich meinetwegen nicht. Bitte. Sie haben ja geweint. Die Sonne blendet nur so stark. Eine merkwürdige Sonne. Während sie ihnen in den Rücken scheint, werden ihre Augen feucht. In Irland gibt es wohl viel Nebel, wie?
Sie haben ja heimlich weitergelesen. Vater hat mir nie etwas davon gesagt, dass er in Irland war. Wollen Sie es hören? Oberleutnant Queis hatte Wort gehalten. Durch seine Fürsprache war mein unmilitärisches Benehmen höherenorts gnädig vertuscht und ich selbst sogar Leutnant geworden. Ich blieb zwar der Mann mit der fragwürdigen Conduite, aber eines Tages erinnerte ich mich der Einladung meines irischen Freundes mit dem unaussprechlich langen Namen. Er war längst wieder in seine irische Heimat zurückgekehrt und man schrieb schon das Jahr 1902, als ich mich an einem Nachsommertag dem Süden der grünen Insel näherte. Entschuldigen Sie bitte, aber ich möchte gern zum Boot von Sir John Fitzpatrick St. Ives, Baronet of Errilgobra. Wie komme ich am schnellsten dorthin? Am schnellsten, wenn Sie sich mir anvertrauen, Herr Roteisen. Sie kennen mich auch? Auch? Pat hat mir schon so viel von Ihnen erzählt. Sie dürfen ihm nicht böse sein, dass er Sie nicht selbst abgeholt hat. Aber er musste ganz plötzlich verreisen. Dann sind Sie Lady Nicolaine. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen? Sind Sie angenehm gereist? Danke, ausgezeichnet. Ich hoffe, man hat Sie vorhin nicht weiter belästigt. Im Gegenteil. Man war sogar erstaunlich zuvorkommend. Tja, unsere englischen Blutsbrüder wissen die Form zu wahren. Oh, bitte halten Sie einen Moment. Brrr. Was für ein herrliches Pferd. Sie scheinen sehr verliebt zu sein. Geben Sie sich keine Mühe. Avurnin lässt sich nicht so leicht verführen. Dafür ist sie auch eine Indra-Tochter. Ob ich sie mal reiten darf? Avurnin. Sie wird bald fohlen. Fohlt sie zum ersten Mal? Ja, das ist ja meine Sorge. Indra und all ihre Töchter können nur im Freien fohlen. Sobald sie ihre Stunde kommen fühlen, drängt es sie hinaus. Es liegt hinten im Blut. Dann lassen Sie am besten die Stalltür offen, wenn es soweit ist. Benjen wird Ihnen Ihr Zimmer zeigen. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Eine Depesche. Für mich? Vielleicht von Pat? Verzeihung, für Sie, Sir. Oh. Willkommen in Kellegamena. Such dir inzwischen das beste Pferd aus. Immer dein alter Pat. Kein Wort, wann er zurückkommt. Daran muss man sich bei ihm gewöhnen. Entschuldigen Sie mich, ich muss zu den Ställen hinüber. Hallo, Michel! Hallo, Pat! Ist Nicolaine schon schlafen gegangen? Ja, natürlich, aber... Gut, gut. Wann? Ich denke, das wird vor 2 Stunden gewesen sein. Ja, wie bist du gereist? Danke, gut. Wie gefällt's dir bei uns? Danke für alles. Aber willst du mir nicht sagen, wo du herkommst? Steht dir aber glänzend, deine neue Paradeuniform. Nicht einmal Whisky hast du bekommen? Lass nur, ich möchte heute nichts mehr trinken. Nonsens. Du bist doch nicht nach Europa gekommen, um Abstinenzler zu werden. Also wo zum Teufel hat Nicolaine den Whisky versteckt? Oh,
Ich habe ihr Unrecht getan. Bitte? Danke, nein. Na, ist sie nicht wundervoll? Wen meinst du? Na, wenn ich wundervoll sage, kann nur Nikolain gemeint. Was ist denn da los? Ja, mein Lieber, ich glaube, wir werden heute Nacht noch Besuch bekommen. Die Polizei verfolgt einen Rebellen, der angeblich in unseren Park entkommen ist. Auf dem Heimritt sind sie ausgerechnet mir in die Arme gelaufen. Hm? Die Nächte bei uns sind nicht sehr romantisch. Hast du dich eigentlich schon mit meiner Familie bekannt gemacht? Eine ehrenwerte Verwandtschaft. Wenn ich sie dir nicht gleich vorstelle, dann spuken sie heute Nacht in deinem Schlafzimmer herum. Die waren schon zu Lebzeiten unruhige Geister. Mein Herr Ur-Urgroßvater. Er legte den Grundstock zum Kelliger Vermögen, indem er den kleinen Pächtern die Rinder stahl, die sich auf unsere Weiden verliefen. Glaubst du, sie haben ihn erwischt? Ja, er ist früh gestorben, an Hirschposten. Man fand eine ganze Ladung in seinem Rücken. Bartholomew St. Ives. Er schoss in London ein Mitglied des königlichen Hauses nieder, das meiner Frau Urgroßmutter etwas zu stürmisch den Hof gemacht hatte. Dann floh er nach Portugal, beteiligte sich an der Revolution und wurde... Sir Christopher St. Ives, ein Grand Père. Er verdreifachte unser Bankkonto als stiller Teilhaber einer Handelsgruppe in Bristol. Sklavenhandel. Später wurde er dann in den Adelsstand erhoben. Mit 60 fiel ihm ein, dass er einiges im Leben versäumt hatte. Er wurde in Valparaiso erstochen. In einem Freudenhaus. In eurer Familie ist anscheinend niemand eines natürlichen Todes gestorben. Doch. Mein Vater. Er brach sich auf der Fuchsjagd den Hals. Er war ein wirklicher Herr. Er hatte nur die krankhafte Liebe der Kelligers zum Risiko. Ist das nicht die Uniform der Queen? Ja, er war Colonel bei den Royal Lancers und Vertrauensmann der Queen in irischen Fragen. Ja. Und hier werde ich einmal hängen. Wann und nach welcher Todesart wird sich erst herausstellen. Aber auf alle Fälle als treuer Diener unserer Krone. Verzeihung, Sir Patrick. Ah, Inspektor Murphy. Eine Erfrischung für den Herrn. Bereits veranlasst, Sir Patrick. Haben Sie einen guten Fang gemacht, Inspektor? Leider noch nicht. Darf ich Sie mit meinem Gast bekannt machen? Nicht das ist nötig, wir haben uns bereits auf der Herreise kennengelernt. Haben Sie sich inzwischen mit den Verhältnissen hier etwas vertraut gemacht, Herr Leutnant? Einfach rätselhaft, der Kerl ist wie vom Erdboden verschwunden. Auch Ihre Dienerschaft hat mir versichert, dass er nicht hier sein kann. Hast du etwas bemerkt, Tom? Der Herr Inspektor meint, dass ich hier einen Terrorist versteckt halten könnte. Verzeihung, Sir Patrick, ich hatte schon geschlafen. Sie werden eine kleine Stärkung brauchen, Inspektor, bei diesem Sturm. Danke. Es steht Ihnen natürlich jederzeit frei, mein Haus zu durchsuchen. Ich kann mir kaum denken, dass ein Rebell gerade in diesem Hause Zuflucht suchen würde. Auf unser gemeinsames Vaterland. Und auf das Ihre, Herr Leutnant. Auf Ihr Wohl, Sir Patrick. Ich bedauere die Störung. Heute werden wir ihn doch nicht mehr finden. O'Banion wird Sie zu Ihrem Posten geleiten, damit Sie sich nicht noch einmal verirren. Aller herzlichen Dank für den Whisky. Meine Empfehlung an Lady Nikolain. Gute Nacht, meine Herren. Gute Nacht. So, jetzt können wir endlich in Ruhe unser Öl verbrennen. Ich hatte mich so auf diesen Augenblick gefreut. Und jetzt freust du dich nicht mehr? Ach, es tut mir leid, dass Sie sich keinen anderen Tag aussuchen konnten. Als ausgerechnet unser Wiedersehen. Pat, wir sind doch immer ehrlich zueinander gewesen. Hallo. Hast du mich etwa schon auf einer Lüge ertappt? Sag mir bitte eins. Wenn ich dir vielleicht jetzt ungelegen gekommen bin. Was ist denn plötzlich in dich gefahren? Hier bist du und hier bleibst du, solange es dir gefällt. Oder hat Nikolain dich etwa nicht herzlich aufgenommen? Möchtest du am Ende hören, dass ich dich gar nicht vermisst habe? Als Ehemann müsste ich eifersüchtig sein. Aber als Freund sei dir verziehen. Ja. Ich habe übrigens eine Bitte an dich. Ja? Nikolain muss nicht unbedingt von unserem nächtlichen Besuch wissen. Hast du Geheimnisse vor deiner Frau? Ich möchte sie nicht unnötigerweise belasten. Sie macht sich sowieso viel zu viel Gedanken, weil ich dauernd unterwegs bin. Vielleicht solltest du sie nicht so oft allein lassen, Pat. Hat sie sich beklagt? Nein. Sie würde wohl kaum zu einem Fremden davon sprechen. Brauchen Sie mich heute noch, Sir Patrick? Nein, danke. Und schlaf dich tüchtig aus, hörst du? Ja, Sir.
Wir müssen auf eine andere Sturmnacht warten. Gute Nacht, Sir Patrick. Gute Nacht, Tom. Ist er krank? Seine Hand hat gezittert, als er uns den Whisky brachte. Ein braver Bursche. Aber er trinkt gern. Und leider mehr, als er verträgt. Pat. Wer ist der junge Mann? Tom O'Banion, der Sohn meines Butlers. Er hilft gelegentlich hier aus. Jetzt siehst du aus wie ein irischer Märtyrer. Wie ihn unsere Bauern an die Kapellenwände malen. Also erzähl mal. Wie ist es dir denn in all den Jahren gegangen? Wenn du dir ein Pferd aussuchen willst, das ist freie Wahl. Diese Stute möchte ich gern reiten, wenn sie ihr Fohlen zur Welt gebracht hat. Das habe ich mir gedacht. Aber ich glaube nicht, dass Nikolai damit einverstanden ist. Sie lässt nicht einmal mich auf das Pferd. Die Stute ist nur für Nikolai da. Einmal möchte ich doch in Avonins Sattel sitzen. Du kennst Avonin schon? Und ob wir uns kennen? Gleich bei meiner Ankunft habe ich eine Liebeserklärung gemacht. Nicht wahr, Avonin? Du, was ist das eigentlich für ein Name? Im Gälischen heißt das so viel wie Noblesse. Noblesse? Das passt zu ihr. Deshalb würde sie sich auch von keinem anderen reiten lassen. Es sei denn jemand, der Nikolain über alles liebte. Die Stute würde das fühlen. Naja, vielleicht, wenn wir mal ein Kind haben sollten. Guten Morgen, Patrick. Ben hat mir gerade gesagt, dass du zurückgekommen bist. Warum hast du mich nicht geweckt? Ich wollte deinen Schlaf nicht stören. Guten Morgen, Herr Goteisen. Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe, aber mir war so, als ob die Hunde ein paar Mal angeschlagen hätten. Und dann hörte ich streitende Stimmen. Habt ihr euch am Ende gezankt? Genauso wie im Unterhaus, kleine Lady. Ist das wirklich wahr? Vielleicht haben wir auch etwas zu viel getrunken. Michel möchte gerne Avonin reiten. Was meinst du dazu, Nikolain? Übrigens, würdest du Ben sagen, dass wir heute Abend Gäste haben? Nur ein paar Freunde aus der Nachbarschaft. Ich habe sie dir zu Ehren eingeladen. Ich danke dir. Ein Schlag ins Wasser. Danke, Tom. Gar nicht leicht. Den Bogen gerade halten. Für den Anfang gar nicht schlecht. Aber darf ich es Ihnen einmal zeigen? Ja, bitte. Pass gut auf, Michel. Gegen Viscount Dury wäre selbst Wilhelm Tell nicht aufgekommen. Womit ich nichts gegen die Schweizer sagen möchte. Sie sind mit ihren Tyrannen fertig geworden. Sehen Sie, so macht man das. Liverpool! Liverpool schicken Sie die Polizisten herüber, die uns beschützen sollen. Wollen Sie es noch einmal versuchen, Herr Goteisen? Ja. Nächsten Monat gehe ich dann bei Point to Point in Ihre Schule. Sie haben mich geschlagen, Herr Goteisen. Nach London ist mein Pfeil noch nicht gekommen. Das sehen Sie. Na also, du hast deine Feuertaufe bestanden. Sie spielt wunderschön. Ja, ich habe sie schon lange nicht mehr spielen hören. Willst du nicht hinübergehen und dir Gesellschaft leisten? Ja.
Beinahe hätte es mich erwischt. Die britischen Polizisten tun mir leid. Die werden heute keine angenehme Nacht haben. Bitte? Patrick St. Ives. Englischer Whisky in einem irischen Haus, da trinke ich noch lieber Wasser. Verzeihung, Vater, aber es ist schottischer Whisky. Auch die Schotten gehören zur Krone. Na, in einer solchen Nacht. Seid ihr fertig? In einer Stunde. Mein Gott, Avonin ist fort. Pat, Avonin ist ausgebrochen. Du bist zu ängstlich mit Avonin. Morgen früh wirst du schon wieder zurückkommen. Aber sie trägt doch. Ja, im 8. Monat. Ein Glück, dass du da bist, Michel. Du kannst doch nach der Stute sehen. Du bist doch ein halber Veterinär. Du bist ja betrunken, Pat. Nikolain, dann können wir nichts machen. Helfen Sie ihr doch! Bitte helfen Sie! Das Herz arbeitet noch! Schlagen, Nikolain! Immerfort mit der flachen Hand auf den Hals schlagen! Los doch! Öl, Nikolain! Öl! Einige Stunden später saßen wir im Stall bei Avonin. Zwei frierende, aber glückselige Menschen. Vor einem Pferd, das ein junges Leben geboren hatte. Und draußen heulte noch immer der Sturm. Tja, das hast du unserem Fohlen ausgerissen. Du wolltest es überhaupt nicht hergeben, als sie es dir abgenommen haben.
Du hast der Wohnin das Leben gerettet. Hallo, ihr beiden. Ich wollte euch etwas Wärmendes bringen. Aber ich sehe es gar nicht mehr notwendig. Bitte. Wie aufmerksam von dir, Pat. Im Grunde seid ihr ein ganz gutes Gespann, ihr beiden. Doch, Pat. Du hast völlig recht. Natürlich habe ich recht, kleine Lady. Er passt viel besser in deine Welt. Ich bin hier nämlich unheimlich. Auch das ist leider wahr. Gute Nacht. Warum bist du uns nicht nachgekommen, Pat? Ich hatte etwas anderes zu tun. Du bist ja gar nicht betrunken. Warum verstellst du dich? Trunkenheit ist die irische Tarnkappe, mit der wir unsere Gegner täuschen. Und manchmal auch uns selbst. Der britische Polizeiposten ist heute Nacht überfallen worden. 20 Meilen von hier. Zwei Polizisten wurden getötet und einige andere verletzt. Aber wir haben auch einen Mann verloren. Tom ist gefallen. Tom? Ja. Sie hielten Geiseln von uns gefangen, die wir befreit haben. Der Sturm hat uns geholfen. Du bist bei den Rebellen? Und dein Eid als Offizier? So kann nur ein Deutscher sprechen. Verzeih. Aber Michel, was ist dein Eid, der dich zum Knecht macht? Hier bist du auf einer Insel. Der Wind braust dir um die Ohren, der vom freien Meer kommt. Und du hörst ihn immer zu. Bis in deine Träume, Michel. Ja, Pat. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, ich... Vor allem darf Nikolai nicht zerfahren. Versprich mir das. Man sagt, das Ehrenwort eines preußischen Offiziers sei sicherer als die Bank von England. Patsy ist deine Frau. Sie hat zuerst ein Recht darauf zu wissen, was du tust. Wenn ich es selber nicht mehr weiß? Als ich von deinem Regiment zurückkam, aus eurem Staat der Ordnung, da gab es für mich nur eine gerechte Sache. Unsere. Und zweifelst du jetzt daran? Ja. Auch die anderen kämpfen für eine gerechte Sache. Sie glauben es wenigstens. So kämpfst du weiter. Es lässt dich nicht mehr los. Es ist wie ein Gift, dem du nicht entrinnen kannst. Was auch dabei in Stücke geht. Ja, ich verstehe, Pat. Es wird das Beste sein, ich reise morgen ab. Ich dachte immer, du bist mein Freund. Inspektor Murphy beginnt sich für mich zu interessieren. Nach dem heutigen Vorfall kann ich jeden Tag verhaftet werden. Dann wird Nikolai in jeder Willkür schutzlos ausgeliefert sein. Und da verlässt du dich auf mich? Du hast dir doch schon einmal beigestanden. Guten Morgen, Ben. Guten Morgen, Sir.
Verzeihung, Sir. Ich sehe eben, ich habe den Porridge vergessen. Ich werde ihn sofort holen. Lass nur, Ben, ich... Mein aufrichtiges Beileid. Ich verstehe nicht, Sir. Sir Patrick hat mir alles gesagt. Ich danke, Sir. Etwas Milch, wie immer. War es Ihr einziger Sohn, O'Banion? Ja, Sir. Aber Irland hat viele Söhne. Man muss sich in das Unvermeidliche fügen. Ist der Tierarzt noch nicht gekommen? Nein, Lady Nicolai. Wenn er da ist, bitte rufen Sie mich gleich. O'Banion? Ja. Ist Sir Patrick schon aufgestanden? Sir Patrick ist schon aller Frühe fortgeritten. Zum Vicomte Ury, um sich und Mr. Gooteisen für den Point to Point Ritt zu melden. Danke. Guten Morgen. Wie geht es Avonin? Ich bin so froh. Sie hat eine ruhige Nacht gehabt. Und das Fohlen? Steht schon so sicher auf seinen dünnen Beinchen, als ob es uns gar nicht mehr nötig hätte. Hast du dir schon einen Namen für unser Baby ausgedacht? Das hat doch noch Zeit. Schnell, erfinde einen Namen. Wie hieß deine erste Liebe? Lena. Lena? Ja, das klingt hübsch. Wie hat sie ausgesehen, deine Lena? Nein, lass mich raten. Sie war groß und brünett. Blond. Aber schlank, nicht wahr? Mhm. Dann hatte sie... ja, bestimmt, sie hatte Grübchen, wenn sie dich anlachte. Und das tat sie oft. Du warst so herrlich jung. Und sie liebte dich sehr. Wohl kaum. Ich war auch nur ein kleiner Fähnrich. Ohne Aussicht auf eine große Karriere. Liebst du Pat noch immer? Nicolein? Ich habe nie einen anderen Mann geliebt. Erst als Pat kam, wusste ich überhaupt, dass ich lebte. Nicolein, wenn du willst, dass ich gehen soll... Du darfst mich nicht falsch verstehen, Michel. Seit du da bist, ist es mir manchmal wie in meiner glücklichsten Zeit. Alles ist wieder so klar und einfach. Man hat keine Angst mehr. Man freut sich beim Einschlafen auf den nächsten Tag. Und beim Aufwachen freut man sich auch. Und man weiß doch gar nicht, worauf. Nur, dass es irgendwie mit dem anderen zu tun hat. Wir gehören zusammen, Nicolein. Nein! Nein, wir wären damit nicht zufrieden. Ich werde Pat sagen, dass wir zusammengehören. Michel! Michel, nicht mehr davon sprechen. Nicolein! Bitte. Herr Leutnant. In ein paar Wochen wird Avonin wieder Bewegung brauchen. Würdest du sie dann reiten? Jetzt erinnerst? Ja? An den Märchenprinzen in unseren irischen Sagen. Er reitet auch immer eine Schimmelstute. Aber keine Avonin. Bei ihr braucht man das Reiten nur zu denken. Sie spürt jeden Pulsschlag, den geheimsten Gedanken. Und was denkst du gerade? Ich möchte sie einmal in richtige Dressur reiten. Und dann mit ihr auf ein Turnier gehen. Von Avonin kann ich mich nicht trennen. Jetzt noch weniger.
Aber das Fohlen sollst du haben. Wenn du willst. Oh, komm. Avoni nimmt keine Mauern. Sie setzt sofort auf. Das ist ihr einziger Fehler. Mit ihr eine Mauer springen, das ist so gut wie Selbstmord. Das ist ja gar keine Mauer. Kannst du das entziffern? Es heißt, dem Andenken Thomas O'Banions gewidmet. Er starb für Irland am 16. September 1902. Derselbe Tag, an dem das Fohlen. Thomas O'Banion. Und der Alte hat kein Wort gesagt, dass sein Sohn tot ist. Vielleicht wollte er nicht unser Mitleid. Nein. Nein, das ist es nicht allein. Warum hat Pat kein Vertrauen mehr zu mir? Wir wollen zurückreiten. Ich schwieg, weil ich es meinem Freund Pat versprochen hatte. War dies wirklich der einzige Grund? Schon gut, Danny. Ich sag Lavon ihn selber ab. Ich mache inzwischen den Tee. Aber lasst mich nicht zu lange warten. Lasst euch halt schon das Pferd. Aha. Lavon ihn hat Angst vor mir. Wenn du dich mit mir schlagen willst, Pat. Bitte, du kannst die Waffen bestimmen. Wir werden uns ja morgen bei dem Point-to-Point-Ritt messen. Da wird sich herausstellen, wer der bessere Reiter ist. Morgen? Mhm. Wir sind beide gemeldet. Ich wollte dich nur daran erinnern. Welches Pferd werden Sie morgen reiten, Herr Grundeisen? Ich weiß noch nicht. Pat wird schon das Richtige für mich aussuchen. Vielleicht Bogest? Ausgeschlossen. Bogest ist kein Springpferd. Und schon gar nicht für die Steinbrüche von Glenmer Hills. Wieso? Habt ihr denn dieses Jahr das Reglement geändert? Jeder Reiter darf doch seinen Kurs frei wählen. Man kann die Steinbrüche auch umgehen und die Talstrecke nehmen. Über die Steinbrüche ist der Weg kürzer. Man muss allerdings ein gewisses Risiko in Kauf nehmen. Aber das erhöht ja den Reiz, oder? Bist du anderer Meinung, Michel? Du wirst ja die Strecke besser kennen als ich. Da hast du recht. Wenn du morgen reiten willst, dann solltest du aufhören zu trinken. Das weiß ich selber. Besonders, wenn ich unseren deutschen Champion distanzieren will. Auf einen frisch, fröhlichen Genickbruch. Herr Leutnant. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Eine ungewöhnliche Weisheit, mon père. Aber die wichtigste. Wir sollten sie bei keinem unserer Entschlüsse vergessen. Sehr richtig. Wenn man nur wüsste, welches unsere und welches seine Wege sind. Leben Sie wohl, mein Sohn. Gott segne Sie. Welches Pferd hast du wirklich für mich bestimmt, Pat? Du wirst zufrieden sein. Das beste Pferd von der Wildoba. Namen Ihres Pferdes, bitte. Vigilance. Hallo, Inspektor.
Sie wollen auf einem Polizeipferd die schwierige Strecke reiten? Ich habe meine Leute über das Gelände verteilt, falls etwas passieren sollte. Sehr sportlich von Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen guten Ritter, Leutnant. Talio, Patrick. Talio, Drury. Ja, ich werde unsere Startnummern auslosen gehen. Was für ein Wetter, Herr Godeisen. Aufreizend schön, nicht wahr? Aufreizend. Haben Sie Fieber, Mylord? Ihre Hand ist zu heiß. Meine alte Malaria, ein Geschenk aus den Kolonien. Und da wollen Sie trotzdem in den Sattel? Gentleman Rye, entschuldigen Sie mich bitte. Gentleman Ride, Herren reiten. Welch überhebliches Wort. Als ob man damit alle Schwierigkeiten des Lebens so einfach überspringen könnte. 12, 13. 12, 13. Bitte den Namen Ihrer Pferde. Fortin, Brass und Avornin. Wir haben Glück gehabt. Wir starten zusammen in der zweiten Gruppe. Hast du eben Avornin genannt? Dann reife ich nicht. So. Na, wie du meinst. Pet, so geht es doch nicht weiter. Lass uns offen miteinander reden. Wir müssen nicht reden, wir müssen reiten. Ja, ja. Ich weiß. Gentleman Ride. Ja, wenn du mitkommen willst, ich gehe jetzt nach unseren Pferden sehen. Pet, du irrst dich, wenn du glaubst, dass irgendetwas... Wo ist Avornin? Ich habe sie gemeldet. Avornin und Fortin, was? Zwei Reiter, zwei Pferde. Ich habe es nicht glauben wollen, aber jetzt weiß ich, wer du bist. Ein Feiger, ein hinterhältiger Lump! Nikolain! Ja, begreifst du nicht, was er vorhat? Oben in den Brüchen sind doch die Steinwälle. Und wer Avornin über eine Mauer springt... Ich will dich nicht mehr sehen. Nie mehr. Oliver! Mein Pferd! Das ist doch nicht wahr. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Unsere Pferde. Fortin, Brass und... Avornin! Das ist ja Selbstmord! Schnell, reit ihm nach! Du musst es verhindern! Oliver, schnell, den Fortin, Brass! Dort hinten mussten irgendwo die berüchtigten Steinwälle liegen. Und Pet ritt Avornin, das beste und schnellste Pferd von Erilgobra. Aber ich spürte, wie auch Fortin Brass immer schneller wurde, als witterte er die Nähe seines Herrn. Warum hast du es getan, Pet? Warum? Ich schwöre dir, zwischen Nikolai und mir ist nichts vorgefallen. Das ist es nicht, Michael. Das Secret Service ist hinter mir her. Aber du hättest doch fliehen können. Flucht ist kein Ausweg. Ich kann aber die Leute nicht im Stich lassen. Und Nikolai? Nikolai muss fort von hier. Michael, du darfst ihn nicht verlassen, hörst du? Nein, Pet.
Als Sie Pat im Krankenwagen fortgebracht hatten, war ich allein geblieben. Allein bei der Totenstute Avurnin. Es war gut, dass ich ihre Augen nicht sehen konnte. Doch vielleicht waren sie voll Frieden. Lady Nicolai hat nichts für mich hinterlassen? Nichts, Sir. Sie haben auf mich gewartet, Vater. Ich bringe Ihnen Grüße von Lady Nicolai. Sir Patrick ist in Sicherheit. Und Lady Nicolai? Sie ist bei ihrem Mann. Und sie wird auch bei ihm bleiben. Wie geht es, Pat? Die Ärzte wissen noch nichts Genaues, aber er wird durchkommen. Das wäre ja ein Wunder. Wenn Sie den eigenen Willen so nennen wollen. Vielleicht wird er nie wieder ganz gesund. Jedenfalls wird er die Befreiung seines Volkes erleben. Das ist alles, was Sie mir zu sagen haben, Faser. Lady Nicolai lässt Ihnen ausrichten, man darf nicht von seinem Weg herunter. Hat Sir Patrick die Reihe seiner Ahnen würdig beschlossen? Irland ist frei geworden. Und er hat es erlebt. Im Rollstuhl. Die Ärzte hatten ihn allerdings aufgegeben. Aber er hat sich selber geheilt. Sie sagen das so stolz, als ob Sie ihn gekannt hätten. Sie haben mir bisher noch nicht einmal Ihren Namen gesagt. Wie heißen Sie? Pratt. Und Ihr Vorname? Nicolin. Verzeihen Sie, Nicolai. Ich konnte nicht wissen, dass es Ihr Vater ist. Mein Großvater. Ganz so alt bin ich noch nicht. Pratt. Nicolin Pratt. Und warum sprechen Sie Ihren Vornamen deutsch aus? Ich bin in Deutschland geboren. Meine Briefe. Die haben Sie aufgehoben? Sie haben mich immer begleitet. Auf dem Vormarsch und auf dem Rückzug. Bis hierher. Aber es lag nie ein Bild von Ihnen dabei. Sie haben mir ja auch keins geschickt. Jedes Mal, wenn ich Ihnen an die Front schrieb, dann versuchte ich mir vorzustellen, wie Sie wohl aussehen mögen. Es lohnt nicht, sich etwas vorzustellen. Die Wirklichkeit zerstört es doch. Ich glaube, so wie Sie, könnte Ihr Vater ausgesehen haben. Eben beim Lesen habe ich ihn ganz deutlich vor mir gesehen. Er muss ein wunderbarer Mensch gewesen sein, mit all seinen Schwächen. Sie haben sich wohl sogar in seine Schwächen verliebt. Sonst liebte man ja auch nicht. Ach, Jürgen, warum können Sie nicht sein wie Ihr Vater? Mein Vater? Was hat er schon von seinem Leben gehabt? Nicht einmal eine Frau ist bei ihm geblieben. Nicht einmal eine Frau. Ihr Vater wäre galanter gewesen. Auch meine Mutter hat er verloren. Nichts. Gar nichts ist ihm geblieben.
Ich werde bleiben. Bis ich zu Ende gelesen habe. Hier endet der erste Teil der Geschichte von Michel Godeisen. Der Kampf um das Leben des Sohnes geht weiter. Aber wird das Tagebuch seines Vaters auch wirklich die heilende Kraft besitzen, um Jürgen Godeisen, den man um seinen Glauben betrogen hat,